Jo Leute, fantastisch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch ein Parkticketautomat mit funktionierendem Display vorstellen und natürlich auch erklären. Das Ganze stammt von The Showcraft aus einer Virtual World 2.0. Das Ganze sieht dann so aus, dass wir hier an der Einfahrt unseres Parkhauses einmal auf einen Notenblock drücken müssen. Wir bekommen hier ein unbezahltes Parkticket und dann würde sich jetzt hier beispielsweise die Schranke öffnen. Dann könnten wir hier in dem Parkhaus zum Beispiel unser Pferd abstellen und wenn wir nach einigen Tagen wiederkommen, das simuliere ich jetzt hier einfach mal, indem ich hier ein paar Mal auf den Daylight Night Sensor drücke. Also ein paar Tage sind jetzt vergangen, wir kommen jetzt wieder und müssen dann jetzt hier am Kassenautomat unser Ticket bezahlen, damit wir hier mit dem Ticket auch wieder ausfahren können. Wir sehen hier Gebühren 1 Emerald pro Tag. Wir werfen das Ticket jetzt einfach mal hier ein und wir sehen hier, der Parkautomat sagt uns hier, dass wir 4 Emeralds bezahlen müssen. Das machen wir auch gleich mal. Wir bezahlen jetzt hier einfach mal nur 2 und ihr seht, das Ganze wird hier auch dementsprechend aktualisiert. Wir haben jetzt noch 2 Emeralds Schulden sozusagen und jetzt nur noch 1 Emerald. Und hier bekommen wir dann unser bezahltes Parkticket, mit dem wir jetzt hier zum Ausgang unseres Parkhauses gehen können und dann hier unser Ticket einwerfen können. Und ja, jetzt würde sich hier die Schranke auch öffnen, wo man dann rausfährt. Dazu muss ich sagen, dass ich diesen Automat hier nicht erklären werde. Das würde den Rahmen des Videos ein wenig sprengen, aber ich werde euch eine schöne Alternative zeigen. Dann kann das Tutorial eigentlich auch schon fast starten, aber ach ja, falls du noch kein Teil der RBA bist, dann kannst du das jetzt ganz einfach ändern, indem du auf Abonnieren klickst und so auch kein Video mehr wie dieses hier verpasst. Dann schnappt euch mal eure Command-Blöcke und dann startet auch schon das Tutorial. Wir fangen jetzt erstmal damit an, dass wir hier diesen Kassenautomat bauen. Das machen wir, indem wir uns einmal hier ein bisschen Platz schaffen und als allererstes hier einmal einen Dropper so mit der Öffnung nach oben platzieren. Dann gehen wir jetzt einmal hier hinter, unter den Dropper und platzieren jetzt hier ein paar Blöcke. So, damit wir jetzt hier einmal 3 Trichter hintereinander mit Shift platzieren können. Zack, beziehungsweise Shift plus Leertaste, wenn ihr in Creative fliegt, damit sich dieses Menü hier nicht öffnet und ihr die Trichter aneinander bauen könnt. Das gleiche machen wir jetzt hier nochmal, um hier einen Dropper so mit der Öffnung nach oben zu platzieren und darauf kommt gleich noch einmal einer. Dann schlagen wir hier einmal ein Loch in die Wand und platzieren jetzt hier wieder mit Shift 2 Dropper so hintereinander. Die sollten auch ineinander schauen und dann platzieren wir nochmal mit Shift jetzt hier einen Trichter, der hier in diesem Dropper zeigt. Das ist ganz wichtig. Dann schnappen wir uns einmal einen Baublock. Ich nehme jetzt hier einfach mal weiße Wolle. Damit bauen wir uns jetzt hier so eine kleine Plattform. Und auf diese Plattform platzieren wir jetzt hier einmal einen Redstone-Komparator, wo wir einmal einen Rechtsklick drauf machen. Dann platzieren wir hier einmal einen Block hin. Dann hier einmal einen Repeater. Hier einen Repeater in die andere Richtung. Und hier nochmal ein Repeater so rum. Dann kommen hier noch einmal Redstone hin. Hier ein Repeater auf voller Tickstufe. Und dann führen wir unser Kabel jetzt hier einmal so zu diesem Dropper. Davor kommen auch nochmal 2 Repeater auf voller Tickstufe. Und hier kommt noch einmal Redstone hin. Falls euch das Ganze zu schnell geht, könnt ihr das Video natürlich auch gerne anhalten und das Ganze dann ganz in Ruhe einmal nachbauen. Genau, wir machen weiter, indem wir hier, ja, ich kill jetzt hier einmal oder vertreibe zumindest diesen blöden Händler mal. Ich komme immer dann vorbei, wenn man sie gerade nicht braucht. Das ist wirklich die Hölle. So, wir machen dann einmal weiter, indem wir uns jetzt hier wieder einen Baublock nehmen. Einmal hier 2 Blöcke nach unten gehen und einen Block nach hinten. So, wir bauen jetzt hier nämlich einmal einen kleinen Item-Sortierer, beziehungsweise 2 davon, indem wir hier einmal so eine Form bauen. Das Ganze sollte dann jetzt so aussehen. Und dann kommen jetzt hier einmal Repeater rein.
So nach vorne einmal, genau. Dann kommt hier einmal Redstone hin, dort einmal Redstone hin und hier einmal ein Komparator so rum und hier nochmal ein Komparator so rum und hier kommen zwei Redstone-Fackeln hin. Dann sollte das Ganze jetzt endlich so bei euch aussehen. Dann schnappen wir uns einmal zwei Trichter, die wir jetzt noch einmal mit Shift hier an die Komparatoren dran bauen. Und zwar nicht von oben, sondern so von der Seite hier. Dabei müsst ihr wirklich darauf achten, dass sie hier so zu den Komparatoren zeigen und auf gar keinen Fall nach unten. Dann können wir hier jetzt noch einmal zur Hilfe so zwei Blöcke platzieren, dass wir hier mit Shift wieder so zwei Trichter hintereinander platzieren können, die hier ineinander zeigen, so nach vorne weg. Genau. Einen dieser Trichter können wir nochmal schon mal befüllen, nämlich einmal hier den hinteren. Hier kommt 18 mal bzw. 19 mal euer Bezahl-Item rein. Und dann sucht ihr euch am besten noch ein Sperr-Item, die Barrieren aus, die ihr jetzt einmal hier reinmacht. Und dann sollte das Ganze hier auf 18 runterlaufen. Ihr könnt auch einfach Emeralds statt Barrieren hier nehmen, aber es ist besser, einfach Barrieren zu nehmen. Bei dieser Schaltung hier wird das jetzt keine Probleme machen, wenn ihr da einfach was einfach Emeralds nehmen könnt. Aber es ist am besten, man gewöhnt sich das so an, dass es dann nirgendwo Probleme macht. Genau. Das hier befüllen wir später. Hier können wir schon mal einen Sperrblock reinmachen. Aber hier kommt nachher das ungültige Parkticket rein. Dazu kommen wir aber gleich noch. Denn wir kümmern uns jetzt erstmal um Folgendes. Wir müssen nämlich einmal einen Observer so mit dem Gesicht nach unten und in diesen Block hier einmal platzieren. Dann brauchen wir einmal einen Command-Block, den wir jetzt einmal hierhin platzieren, der auf benötigt Redstone und wiederholen steht. Dann brauchen wir hier noch einmal einen Baublock, denn hierauf kommt jetzt einmal ein Komparator, davor kommt noch ein Baublock und dahinter noch einer und hiervor noch einer, so im Zickzack. Hier seht ihr das Ganze einmal. So muss das Ganze hier hin. Dann kommt hier ein Repeater hin. Hier ein Redstone, hier einmal noch ein Block und hier über diesen Komparator noch ein Block. Hier kommt dann ein Repeater hin und jetzt endlich kommt hier eine Redstone-Fackel hin und hier oben ein Command-Block hin. Und dann hätten wir das Ganze soweit hier schon einmal geschafft. Dann dürfen wir das Wichtigste hier vorne natürlich nicht vergessen, denn wir müssen hier vorne jetzt einmal ein Schild hin platzieren. So, darum kümmern wir uns soweit später. Genau, wir können jetzt schon mal anfangen, hier die Commands in die Command-Blöcke reinzuschreiben. Ich habe euch alle Commands unten in der Videobeschreibung aufgelistet, sodass ihr die Commands nicht aus dem Video mühsam abtippen müsst. Wir benutzen jetzt einmal Command 1 aus der Videobeschreibung. Den könnt ihr euch da einmal rauskopieren und STRG und V im Chat eingeben. Und einmal Enter drücken, dann... Oh, dahinter muss Dummy, merke ich gerade. Bei euch steht das schon richtig. Bei mir steht dann, dass das Ganze schon existiert, aber bei euch wird das Ganze dann einfach erstellt. Dann kopieren wir uns einmal hier Command 2 aus der Videobeschreibung und kopieren diesen hier einmal in diesen Command-Block hier hinein. Zack. Ihr merkt, das Ganze ist noch rot und hier steht auch noch XYZ. Das müssen wir gleich noch austauschen, aber das müssen wir bei ganz vielen Commands machen. Deswegen machen wir das gleich alles auf einmal. Deswegen lassen wir das erstmal so. Dann schnappen wir uns Command 3 aus der Videobeschreibung, den wir uns einmal kopieren und mit STRG und V in diesen Command-Block hier einfügen. Dann kommt hier ein Command-Block hin, der auf den Redstone und wiederholen steht. Dort kommt dann einmal Command 4 aus der Videobeschreibung hinein. So, dann brauchen wir weitere Command-Blöcke, die jetzt einmal hier hinkommen. Mit Shift kommt jetzt hier noch ein Command-Block drauf und nochmal ein Command-Block drauf und nochmal ein Command-Block drauf. Den hier lassen wir so, wie er ist. Den hier stellen wir auf immer aktiv und verketten. Na, so. Den hier ebenso immer aktiv und verketten. Und den hier stellen wir auf immer aktiv, verketten und auf conditional. Dann sollte das Ganze so hier bei euch aussehen. Und dann kommt jetzt einmal, ich habe mir das jetzt nicht gemerkt, der wievielte Command das hier war. 1, 2, 3, 4. Das sollte dann der fünfte Command sein, der hier einmal hinein muss.
Hier muss einmal der fünfte Command rein. Zack. Dann kommt hier einmal der sechste Command rein in diesen Command-Block. Der siebte Command aus der Videobeschreibung kommt dann in diesen Command-Block hier. Und der achte Command kommt dann in den obersten Command-Block hier. Zack. Dann sind wir schon hier ziemlich weit, denn jetzt können wir einmal hier hingehen und uns die Koordinaten hier von diesem Schild kopieren. Das können wir am einfachsten machen, beziehungsweise ich mache es am liebsten so, indem ich einmal fill eingebe, die unterste Koordinate nehme, sie mir einmal kopiere. Das könnt ihr hier so kopieren, indem ihr einmal Shift auf eurer Tastatur drückt und jetzt den Pfeil nach rechts, nach links in diesem Fall hier drückt und jetzt einmal STRG und C. So. Und jetzt müssen wir hier einmal ein paar Koordinaten austauschen. Und zwar einmal hier bei diesem Command-Block müssen wir jetzt einmal diese Koordinate hier austauschen. So, bei diesem müssen wir hier einmal diese Koordinate hier, das zweite X, Y und Z austauschen. Hier müssen wir einmal gar nichts austauschen. Hier bei diesem Command-Block müssen wir einmal das zweite XYZ hier austauschen. Hier müssen wir, soweit ich sehe, hier gar nichts austauschen, genau. Und hier müssen wir bei dem letzten Command-Block hier dieses XY und Z einmal austauschen. Genau. Dann brauchen wir jetzt noch einmal die Koordinaten, am besten von diesem Block hier. Das machen wir, also von dem Block, der hier vorsteht. Einfach, das machen wir auch wieder, slash fill, unterste Koordinate, kopieren uns das einmal, strg und c. Und dann fügen wir das einmal hier mit strg und v ein. Zack. Und bei diesem Command-Block dürfte es auch noch der Fall sein, genau. Hier kommt das Ganze auch einmal mit strg und v rein. Hier auch einmal, strg und v. Und welcher war das jetzt? Der Command-Block darüber, genau, da kommt das auch noch einmal rein. So, hier auch noch einmal, obwohl, nee, hier bitte nicht, denn da müssen wir noch gleich eine andere Koordinate nehmen. Und soweit passt dann alles hier. Wir müssen jetzt nur noch mal die Koordinate des Schilds nehmen. Hätte ich das nehmen können? Habe ich mich vertan? Genau, war gar keine andere Koordinate. Einfach nochmal die Koordinate des Schilds hier mit dem Cursor auf das Schild drauf. Slash fill, unterste Koordinate einmal kopieren, strg und c. Und dann einmal, welcher war das jetzt? Einer von denen, der hier, der dritte Command-Block. Einmal dies, strg und z noch austauschen. Hier stimmt aber etwas noch nicht. Hier hätte nämlich auch noch eine Koordinate reingemusst. Und zwar ist das nochmal die Koordinate von diesem Block hier vor. Können wir uns hier auch noch einmal rauskopieren. Zack. Und dann war es hier der dritte. Hier noch einmal einfügen. Und zwar bei diesem XY und Z hier. Puh, das hätten wir soweit geschafft. Ihr seid jetzt fast fertig. Jetzt müsst ihr euch nur noch hier diesen, ich sag mal, Automaten bauen, dieses kleine Interface, wie auch immer man es nennen möchte. Baut ihr euch hier einfach so in die Wand rein. Ich baue das Ganze jetzt hier einfach mal genauso wie Show, also Showcraft. Zack, kommt das Ganze einmal hier hin. So, dann hier das einmal und hier ein Notenblock, das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr den auch baut. Und am besten baut ihr einmal einen anderen Block noch hier drüber, damit der keine Töne macht, wenn ihr drauf drückt. Ihr seht, das Ganze macht so keine Töne mehr. Aber wenn ihr jetzt hier einmal mit Shift von hinten einen Observer gegen platziert, so mit dem Output nach hinten, dann wird das Ganze jetzt detected, wenn man hier drauf drückt, auch wenn das hier nicht, auch wenn der Block hier drüber ist. Da seht ihr es. So, jetzt kommt noch einmal ein Command-Block hier hinten ran, so rum, nochmal mit Shift, ein Command-Block so hier ran, der auf immer aktiv und verketten steht. Jetzt hole ich mir nochmal ganz schnell einen grünen Block und dieses Schild hier, damit wir das Ganze hier hin platzieren können. Wir sind jetzt im Endspurt, wir haben es fast geschafft, wir müssen jetzt nur noch ein paar Commands eintragen und Kleinigkeiten tun, denn hier kommt jetzt einmal in diesen Command
Command 9 aus der Videobeschreibung hinein. Hier müssen wir jetzt auch nicht mehr nervige Koordinaten austauschen. Command 10 aus der Videobeschreibung kommt einmal hier in diesen Command-Block rein. Hier müssen wir jetzt noch etwas Kleines austauschen, damit das Ganze funktioniert. Und zwar habe ich hier auch vergessen, sehe ich gerade, muss hier nochmal ein Dropper hin. Hier kopieren wir uns nochmal den /fill, zack, und der untersten Koordinate hier, die Koordinate von dem Block, genau. Und fügen sie jetzt hier einmal bei diesem x, y und z ein. Zack. So, jetzt nochmal schnell ein Baublock. Hier einmal, zack, so. Und dann hier Redstone, beziehungsweise hier noch ein Repeater. Und dann ist das Ganze jetzt schon bis auf 2 Blöcke geschafft. Wir brauchen jetzt nämlich einmal einen Daylight-Night-Sensor, den wir jetzt einmal irgendwo in unserer Welt platzieren. Ihr könnt das auch an einen schon vorhandenen Daylight-Night-Sensor anschließen, wenn ihr sowas schon habt. Den platzieren wir jetzt hier zum Beispiel einmal an die Wand. Und unter diesen kommt hier einmal ein Command-Block. Und in diesen allerletzten Command-Block kommt jetzt ganz zum Schluss Command 11 aus der Videobeschreibung einmal hinein. Zack, und da sind wir auch schon fertig. Jetzt nur noch einmal kurz auf den Notenblock drücken, das Ticket nehmen, was wir hier bekommen. So. Und jetzt einmal hier zu unserem Automaten gehen. Ihr erinnert euch, hier in den ersten Trichter hatten wir noch nichts reingefüllt. Hier nehmen wir uns jetzt einmal 19 Stück, packen die hier rein. Und Leute, ihr habt es geschafft. Ihr seid fertig. Ihr habt jetzt euren Parkticket-Automaten mit funktionierendem Display. Wir gehen jetzt einmal ein bisschen weiter hier weg. Obwohl, 0 MWLs, ja, das ist jetzt, ich sag mal, eine Art kleiner Bug, weil wir die Parktickets da jetzt reingemacht haben. Normalerweise passiert das natürlich nicht. Zack, jetzt passt das alles. Und wir können das jetzt endlich mal ausprobieren. Ihr seid fertig. Genau, ich habe hier gerade die Sorge, dass hier was nicht funktioniert. Kleinen Moment. P unter 5 Blöcken. Das ist komisch. So, wir versuchen das Ganze jetzt einmal, indem wir hier einmal hingehen, uns ein Parkticket holen und hier ein paar Mal auf den Daylight-Night-Sensor drücken. Und jetzt hier unser unbezahltes Parkticket einschmeißen. 4 Emuls bezahlen, wie uns es der Parkticket-Automat ansagt. 2, 1 und zack, bekommen wir jetzt hier unser bezahltes Parkticket. Wenn wir uns jetzt hier entfernen, sollte das Ganze eigentlich wieder rückgängig gemacht werden. Was heißt rückgängig? Ich weiß, wo der Fehler ist. Wir müssen das Ganze hier auf immer aktiv stellen. Entschuldigt bitte. Eigentlich müsste das so sein. Ich muss hier einmal ganz kurz spicken. Always active, genau. Tut mir leid, habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Jetzt passt das Ganze, genau. Ihr seht, das Ganze funktioniert jetzt auch. Wir können uns jetzt hier ein Parkticket holen. Ein paar Tage vergehen jetzt. Und wenn ihr das Parkticket dann jetzt hier einwerft, dann steht hier 2 Emeralds. Emeralds, zack. 1, 2. Und ihr bekommt hier euer Parkticket. Wenn wir uns entfernen, dann wird das Ganze hier auch wieder resettet für die neuen Kunden. Jetzt wollt ihr natürlich noch wissen, wie ihr hier diesen Automaten bauen könnt, beziehungsweise wie gesagt, ich werde euch heute nicht zeigen, wie ihr diesen Automaten mit Display jetzt bauen könnt, sondern ich werde euch eine schöne Alternative zeigen. Und zwar könnt ihr das Ganze machen hier an eurer Schranke jetzt zum Beispiel. Ihr könnt jetzt einfach einmal so ein Dropper platzieren, dann hier ein Trichter, der so in einen anderen Block schaut, nur nicht nach unten. Dann bauen wir jetzt hier noch einmal einen kleinen Item-Sortierer hin. So, hier ein Repeater rein. Zack, zack. So, ein Komparator.
hier eine Whetstone-Fackel. Und jetzt können wir hier die Parktickets irgendwo vernichten lassen, lagern, wie auch immer ihr das Ganze wollt. Zack. Hier habt ihr jetzt euren Output. Den lassen wir jetzt einfach mal so, genau. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein bezahltes Parkticket. Das dürfen wir nicht vergessen. Wo gibt's die denn nochmal? Ja, müssen wir tatsächlich, glaube ich, jetzt noch einmal kurz bezahlen. Emerald nehmen wir jetzt hier einmal nochmal. Parkticket rein. Zack, Emerald rein. Da haben wir das bezahlte Parkticket jetzt. Da. So, dieses packen wir jetzt hier einmal in diesen Trichter unter dem Dropper. Wieder 19 Mal rein. Nicht 20 Mal, sondern 19 Mal. Ein Sperr-Item. Wipp. Dann sollte das Ganze auf 18 hinunterlaufen. Und hier könnt ihr jetzt zum Beispiel eure Schranke öffnen lassen. Da hat zum Beispiel auch The Shockwift schon ein Tutorial zu gemacht. Und genau, wenn wir jetzt hier ausfahren wollen und unser bezahltes Parkticket dabei haben, achtet mal auf diesen Repeater da hinten. Ihr seht, zack, dann blinkt das Ganze einmal und wir könnten jetzt hier ausfahren. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr ein Parkhaus bauen könnt, beziehungsweise das Parkhaus, was The Shockwave auch in seiner Whetstone World 2.0 gebaut hat, mit Whetstone-Technik, dann schaut einmal da oben in der Infokarte dabei, da habe ich das Ganze nämlich schon erklärt. Ach ja, falls du noch kein Teil der RBA bist, kannst du das jetzt ganz einfach ändern, indem du auf Abonnieren klickst und so auch kein Video mehr verpasst. Das war's, Leute, ich wünsche euch was und ciao!